So, da wären wir wieder. Ich habe jetzt off-camera alle Zwerge umbenannt zu entweder Grunts oder Howlern und habe denen halt alle Jobs weggenommen. Und dann schauen wir doch mal, was an Grunts da jetzt noch übrig ist. Die brauchen nämlich alle noch Namen, jedenfalls ein Großteil. Er hier zum Beispiel hat keinen eigenen Namen, das heißt VYP. Und da haben wir See, alles groß. Segalmet ist der eine. Wo ist der nächste Grunt? Da ist ein Grunt. Der war eigentlich Beekeeper. Also ein Bienen. Ein Imker. So, VYP. Das ist Swartop Look. So, das war der nächste von der Liste. Es wollten nämlich recht viele Kämpfer werden. Da dachte ich mir, machen wir das doch mal so, dass wir jetzt unseren Trupp einfach gut aufstocken und den auch gleich fleißig trainieren lassen. So, das heißt, wen hatten wir noch? Der wollte noch ein Kämpfer werden. VYP. Nard. Riss. So. Und das müssten alle gewesen sein. Wir haben noch ein paar Kinder. Wir haben sonst kein Grunt mehr ohne Zuschauernamen. Nee, nee. Howler, Howler. Eigenname, Eigenname. Nö. Schön, schön. Also drücken wir mal auf S für unseren Squad. Nein, wir drücken auf M für das Militär. Und fügen jetzt hier die restlichen Grunts hinzu. Wenn wir sie in diesem Wust aus Zwergen denn irgendwo finden. Da war der eine. Da ist der andere. Und ich gehe mal von unten rum. Howler, Howler, Brewer, Howler, 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 Grunt. So, 7 Stück haben wir jetzt. Das müssten auch alle gewesen sein. Ich gehe nochmal durch. Howler, Howler, Howler. Da war noch einer. So. 8 Grunts haben wir. Besser gesagt. Oh, warum ist da ein Howler zwischen? Du musst weg. Habe ich mich da irgendwie verklickt? Porn, Howler, Howler, Bone, Mechanik, Howler, 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 Howler. Nö, das war's. Das heißt, unser Trupp ist jetzt wesentlich größer. Setzen wir ihn gleich mal auf aktiv und machen den Schedule mit T auf aktiv. So. Dann dürften die anfangen zu trainieren. Ich habe, als ich den neuen Zwergen die Grunt-Titel gegeben habe, darauf geachtet, dass es auch Zwerge sind, die wenigstens rudimentäre Waffenfähigkeiten haben. Also die haben schon mindestens einen Punkt in Rüstungsbenutzen, in Ausweichen und in Kämpfer, also Fighter. Das heißt, sie dürften schon einigermaßen mitkommen mit Hex und dem Unaussprechlichen. So, was wollte ich noch machen? Ich wollte noch mehr Betten bauen. Nein, kein Floodgate. So, da noch ein Bett hin. Ja, langsam werden die Betten wieder Mangelware. Also wir haben zwar noch jede Menge, aber die sollten ja eine gewisse Qualität haben. Dum, das ist auch noch okay. Designiert hatte ich die auch noch nicht. Das wollte ich auch noch irgendwann machen. Aber Hauptsache, die können sich erstmal irgendwo hinlegen. So, wir hatten auch schon unsere Steine darauf geändert, dass jetzt alles aus Granit gemacht wird. Das heißt, wir können bei dem Mason auch die Türen anschmeißen. Aber das haben wir, glaube ich, schon. Gucken wir mal beim Manager. Ja, aber das sind viel zu wenige. New Order, Rock, Door, 30. Ah, das klingt ja schon besser. Was brauchen wir sonst noch? Wir brauchen jede Menge Arbeit. Wir brauchen jede Menge Hunde. Wir können auch ein bisschen Alkohol produzieren, weil wir haben hier viel zu viele Fässer. ABR, ABR. Und hier was Ordentliches zu essen. Wir haben jetzt ja 2 Köche. Aber wenn ich mir den Stockpile hier so angucke, haben wir nicht besonders viel, was wir verkochen können. Nö, wir haben kein Fleisch, wir haben keinen Fisch. Aber 443 Essen auf Vorrat, das ist doch auch schon mal was. Die Mauer oben geht sehr langsam voran. Aber das war ja auch nicht so eilig. Dass hier oben so viele Partys geschmissen werden, stört mich ein bisschen. Oh.
Und da fällt mir auf, wir haben nur drei Tische, die auch mitten im Weg stehen. Also drei Tische für 74 Zwerge. Okay, da muss die Managerliste nochmal hoch. Rock Table 20 und Rock Throne 20. So, besser. So, was bist du für ein Stockpile? Hier kommt Fisch drauf und komisches anderes zu trinken. Das kann weg. Das heißt, wir machen jetzt P. Ups. PX, der Stockpile kommt weg. Und wir sagen dann oben bei dem Stockpile hier, dass hier auch der Fisch mit hin kann. Den werden wir zwar nie haben, aber falls doch mal irgendwo einer auftaucht, wird er hier deponiert. Und das komische Trinken auch. Also der Met. Das ist neu. Vorher war das immer leer. Also wir können jetzt Met herstellen und Honigmet. Das ist ja auch nicht schlecht. Nur werde ich kurzfristig keine Bienenstöcke hier aufbauen, weil davon habe ich noch gar keine Ahnung. Ach ja, und was diese komischen Nachrichten angeht mit dem verschwundenen Lama und dem verschwundenen Jack, war das, glaube ich. Das scheint wirklich ein Vampir zu sein. Diese Nachricht kommt aber normalerweise nur, wenn Zwerge von Vampiren umgebracht werden. Also dieses Missing for a Week. Das passiert eigentlich primär bei Zwergen, wenn ich dem Wiki richtig trauen darf. Also entweder haben wir richtig Glück oder das ist ein Vampir mit Gewissensbissen. Da müssen wir dann gucken. So, die sind alle fleißig am Trainieren. Das sieht doch schön aus. Gucke ich mal ganz kurz hier. Und hier haben wir unsere Grunts. Weil wenn sie aktiv sind, also als Militär aktiv sind, dann tauchen sie ganz unten in der Liste auf, über den Kindern. Warum auch immer die Kinder ganz unten sind. Also. Segal Matt, gerade beigetreten, führt schon eine Ausweichendemonstration. Zusammen mit Hex. Okay. Also ist jetzt Hex der Anführer von dem Trupp, also war er ja schon immer. Und Segal Matt ist wohl seine zweite Hand geworden. Alle machen mit, außer Pankolos. Der trainiert lieber alleine. Wahrscheinlich ist er schon besser als die anderen. Aber schön, dass alle was machen. Das war früher nicht so einfach, das zum Laufen zu kriegen. Gucken wir mal, wie effektiv das ist. Das heißt, wir lassen sie jetzt so 2, 3 Monate trainieren. Dann können sie weiterarbeiten. Der einzige Haken an der Sache ist, wir haben dann wieder keine Miner. Aber der Stockpile müsste eigentlich voll sein. Ja, das reicht auf jeden Fall für eine Weile. So. Betten haben wir neue, die Türen. Ja, eigentlich können wir die Zwerge jetzt eine ganze Weile arbeiten lassen, aber ich verschwende ungern Zeit. Das heißt, wir machen jetzt nochmal einen neuen Stockpile mit P und G. Das heißt, hierhin kommen jetzt alle Finished Goods. Und hierhin kommen die Finished Goods nicht mehr. Und auch die Metallbarren kommen hier nicht mehr hin. Und auch die Kohle kommt hier nicht mehr hin. Und auch die anderen Blöcke kommen hier nicht mehr hin. So. Damit dann unser allgemein Stockpile mal ein bisschen ausgetauscht wird. Und wir auch ein bisschen mehr Übersicht haben, wovon wir eigentlich gerade viel haben. Wir haben viel zu viele Mechanismen. Was wollen wir damit machen? Wir könnten noch vor dem Fort ein bisschen was verteilen. Also einfach so random auf der Karte einfach Fallen aufstellen. Das Problem ist nur, dass man die auch warten muss. Und dass die Zwerge dann rausgehen müssen zum Warten. Und wo zur Hölle laufen die jetzt gerade hin? Die wollen etwas einlagern im Stockpile und laufen dann nach ganz oben. Oder helfen die hier mit? Nee, die laufen noch weiter nach oben. Was zur Hölle machen die? Oh. Oh, was ist denn da passiert? Ein wilder Eber? Also hier ist überall Blut von einem wilden Eber. Aber keine Körperteile von einem wilden Eber. Die wurden wohl gerade abtransportiert. Und ein Haufen Kotze. Kotze kommt normalerweise davon, wenn Zwerge, die lange im Untergrund waren, ans Tageslicht gehen.
und das dann nicht mehr abkönnen, dann fangen sie an zu spucken. Und hier liegen Copper Bowls, also Bolzen rum. Ah, irgendeiner der Zwerge hat anscheinend noch den Hunter-Beruf an und ist losgezogen, hat jetzt ein Tier geschossen. Ich dachte schon, das wäre unser Vampir gewesen. Also gucke ich mal ganz kurz im Dwarf Therapist. Wir haben keinen mit Hunting aktiv. Okay. Das ist jetzt komisch. Also irgendein Zwerg ist losgegangen, hat einen wilden Eber umgebracht mit Armbrustbolzen, obwohl er es nicht sollte. Entweder das oder die Karawane hat auf dem Weg nach Hause, war sie zu nah an dem Eber dran, der Eber ist aggressiv geworden und sie haben ihn dann erschossen. Eins von beiden. Trotzdem sehr skurril das Ganze. Aber gut, sei es drum. Ich mache jetzt mal noch einen Stockpile für Furniture. Denn der da unten rechts quillt langsam ganz schön über. So. Ah ja, was hatten wir jetzt noch an größeren Projekten? Also, unseren Müllberg haben wir quasi fertig. Eine Idee war jetzt noch hier ein paar Kampfhunde hinzustellen. Kampfhunde ist das nächste Projekt. Wir sollten unbedingt einen Kennel, also eine Trainingshalle für Hunde quasi, bauen. Damit unser Tiermeister, das war Knuddelmu, glaube ich. Animal. Ja, die Knuddelmu. Dass die Knuddelmu die Hunde zu Kriegshunden ausbilden kann. Dann leihen wir die hier an oder hier sogar drin irgendwo. Damit sie dann etwaige flugfähige Angreifer sofort den Gar ausmachen. Und das B, was da auf dem Stockpile liegt, das ist dann wohl das Schwein, ja. Komisch. Also ja, wir wollen die Tiere ausbilden, wir wollen die Eingänge besser sichern durch die Hunde. Vor allem hier unten auch, sind die Hunde ja nicht gerade super verteilt. Die sollten eigentlich direkt hier am Eingang sein. Dafür bräuchten wir auch Seile, also sollten wir Seile herstellen. Und ich würde gern meine Müllpresse irgendwann auch mal in Gang bringen. Das ist aber ein bisschen komplizierter. Also ich habe das schon ein paar Mal gemacht, aber das ist eine Weile her. Dazu muss man eine Brücke richtig positionieren, dass dann kein Platz mehr ist und alles, was auf dem Teil ist, wo die Brücke dann hinfährt, wird dann zerstört. Das müssen wir schauen. Aber machen wir erstmal den Jobmanager auf und sagen, wir hätten gerne Rope. Und zwar Stoffrope. Davon hätten wir gerne 5 Stück. So, das war das eine. Jetzt suchen wir uns einen schönen Platz, wo wir die Tiere ausbilden können. Hier unten in der Schmiede? Nein. Hier, das ganze Stockwerk ist leer. Das ist doch super. BW? War das hier mit bei? Nein, ist kein Workshop. Es ist Kennels. K. Ist auch ziemlich groß. Hier müsste es gut mittig sein. So, aus Granit. Was haben wir noch, was wir bauen könnten? Fallen, Käfige. Nee, der Rest ist nicht so wirklich wichtig. Okay. Dann lassen wir Knuddelmuda mal arbeiten. Das Problem ist, wenn wir jetzt Tiere zu Kriegshunden ausbilden, also die Hunde zu Kriegshunden, ich weiß nicht, wie das denn mit der Vermehrung ist. Ob denn ein Kriegshund einen normalen Hund schwängern kann. Wenn nicht, hätten wir ein Problem. Denn ich will ja auch schön viel Leder produzieren und schön viel Fleisch haben. Das beißt sich irgendwie alles. Und was zur Hölle schleppen die jetzt dahin? Was hast du im Inventar? Finished Goodspin. Warum nehmen die Zwerge unsere Kisten und laufen dann damit raus? Ich komme mir langsam echt vor wie so ein Detektiv. Also irgendwas ist hier oben passiert. Was sind das für komische Haufen da? Zoysia? Was zur Hölle ist das? Achso, das ist nur irgendeine Grasart. Okay. Also, ich würde es verstehen, wenn sie mit den Kisten rauslaufen, falls der Karawane was passiert ist. Dass sie dann die Kiste nehmen und die Sachen alle einsammeln und die in die Kiste wieder zurückbringen. Aber irgendwelche Teile von dem Schwein in der Kiste einzusammeln, wäre komisch. Hm.
Na egal. Oh, was ich auch noch bauen wollte, war Jobmanager. Wheelbarrows. Das sind diese Schubkarren. Die benutze ich eigentlich ungern. Die sind relativ neu. Und ich benutze neue Sachen allgemein relativ ungern. Ich bleibe lieber beim Alten. Aber für Steine sollen die wohl recht praktisch sein. Das heißt, ich baue jetzt mal 5. Boah, sind wir gleich großzügig. 10 davon. Und die ordnen wir dann unten dem oder dem nicht vorhandenen Stockpile hier zu. Damit dann die Steine schneller rantransportiert werden können. Wenn wir dann irgendwann wieder Zeit haben, überhaupt Steine abzubauen. Unser Militär ist ja immer noch fleißig am Trainieren. Gucken wir mal. Pankolos macht gerade Pause. Und es gibt eine Striking Demonstration. Striking ist einfach nur mit, ich glaube, mit den Fäusten zuschlagen. Und er macht eine Dodging Demonstration. Er macht eine Striking Demonstration. Er trainiert alleine. Okay, so durchdacht ist das Ganze vielleicht doch nicht. Ich hätte es lieber, dass alle dasselbe trainieren. Das ist, glaube ich, ein bisschen effektiver. Aber gut, die lassen wir jetzt einfach mal machen. Dafür sollten wir jetzt ein paar Haulern einen Miner-Job geben. Das mache ich mal ganz kurz im Dingens. Im Therapist. So. Schwupps. Ich habe jetzt irgendwelchen random Haulern den Miner-Job gegeben. Den verlieren die auch wieder, sobald unsere Soldaten wieder inaktiv werden. Aber ich will, dass wenigstens unsere Minen ein bisschen ausgebaut werden. Denn ich will endlich Eisen finden. Oder Bronze oder Kupfer oder sonst was. Oh, noch eine wichtige Sache. Ja, wir haben sehr viele wichtige Sachen. Erstmal trainieren wir hier. Tame a small animal. Nee, das war das nicht. Oder doch? Oh, machen wir das einfach mal und gucken, was passiert. Eigentlich dachte ich, es gab wirklich einen Befehl zum Trainieren von Kampfhunden. Und wir haben wieder die Nachricht, dass das eine Lama seit Wochen vermisst wird. Hatten wir mehrere Lamas? Ne, das erste war ein Alpaka. Hier wurden die Hunde geschlachtet. So, hier ist ein Alpaka verschwunden ganz unten. Dann ist der Wasserbüffel verschwunden. Jetzt ist das Lama verschwunden. Ah, komisch, dass keine Hunde verschwinden. Ich meine, davon haben wir am meisten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit wäre da am höchstens. Und es gab gerade eine Meldung, dass ich hätte schwören können, es gab gerade eine Meldung, dass wir keine Tiere trainieren können, weil wir keine Tiere da haben. Das heißt, wir müssen doch noch was anderes bauen. Bowyer, Carpenter, Metalsmith Mason. Nein. Hier waren die Kennels. Farmplot brauchen wir nicht. Brücke auch nicht. Workshops. Tierfallen. War sehr komisch. Also das wird abgebrochen. Na gut, wir müssen eh kleine Pause machen. Das heißt, ich gucke gleich mal kurz im Wiki, was genau man dann machen muss, um die Kampfhunde zu trainieren. Auch wenn ich es komisch finde, dass ich es das vergessen habe. Aber naja. Also bis gleich.